mein Haus, erschießt meine Jungs. Hast du eine Ahnung, was mich das alles kostet? Ich wäre nicht hier, wenn dein Mädel nicht so durchtrieben wäre, Hungerhaken. Sag ihr, sie sollte öfter mal ihren Eltern schreiben. Oh, armer kleiner Valentine. Schämst du dich nicht, weil dich ein Mädchen vermöbelt hat? Am besten laufe ich wieder heim zu Papa, ja? Wär's besser weggeblieben, Niki. Das ist nicht das alte Viertel. In diesem Wald habe ich das Sagen, hörst du? Und ich lasse nicht zu, dass irgendjemand uns aufhält. Jetzt, wo es endlich gut läuft. Habt ihr doch gesagt, wir hätten ihn einfach umlegen sollen. Aber du musstest ja sentimental werden. Die guten alten Zeiten und all das. Dalla, ich mach das schon. Skinny Malone hat immer alles unter Kontrolle. Tatsächlich? Und was macht die Frau dann bitte hier? Valentine hat sie sicher mitgebracht, damit sie uns alle kalt macht. Zur Gewalt ermuntern, sie zum Gehen überreden. Was ist los? Was habt ihr und Nick eigentlich überhaupt miteinander zu schaffen? Darla ist weggelaufen. Ihr Vater wollte, dass ich sie nach Hause bringe. Wie sich herausstellte, ist sie mit meinem alten Kumpel Skinny Malone, dem Gangsterboss, durchgebrannt. Hätte nie gedacht, dass er genug Leute zusammenkriegt, um sich einen Vault zu krallen. Das Leben ist voller Überraschungen. Hey, wer ist hier bitte der Boss? Wenn du was zu sagen hast, sag's mir! Darla ist das Problem. Schau dich doch an. Darla führt dich an der Nase rum. Du bist besser als das hier. Du bist besser als sie. Du hast recht. Alles geht den Bach hinunter, seit sie Teil meines Lebens ist. Was redest du da, Skinny? Ich sage, dass du schlechten Einfluss auf mich und mein Geschäft hast, Schätzchen. Das war's mit uns. Gut, meinetwegen. Ich gehe wieder nach Hause. Ich brauch dich nicht, du... Fettsack! Die wissen immer genau, was wehtut. So, was mache ich jetzt mit euch beiden? Ah, ich weiß. Ich werde bis 10 zählen. Wenn ich eure hässlichen Visagen dann noch sehe, schieße ich so lange, bis es im ganzen Wald keine Kugeln mehr gibt. Wir sollten besser von hier verschwinden. Und zwar schnell. Entschuldigung. 1. Ich zähle bis 10. Dann seid ihr hier weg. Verzieht euch. 2. 3. Ich kann nicht so schnell laufen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wer ist da? Gegnerische KI ist so dämlich, ne? Egal, hier ist nichts. Und das ist ein Gangsterboss. Ein Mafiosi. Das glaubst du ja wohl nicht. Wo ist denn der Vogel jetzt? Ist er da lang? Ich werde es gleich wissen. Ja. Ah ja. Back Bay. Der Himmel über dem Commonwealth. Hätte nie gedacht, dass so etwas Bedrohliches so einladend aussehen könnte. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Wie hast du mich... Ich habe Mittel und Wege, das ist nicht wichtig. Ellie. Deine Sekretärin, Ellie. Sie hat mich geschickt. Tatsächlich? Ich sollte wohl ihr Gehalt erhöhen. Also, du hast eine Person erwähnt, die spurlos verschwunden sein soll. Komm in mein Büro in Diamond City. Erzähl mir alles, was du weißt. Außerdem hast du dir die Gelegenheit verdient, dich zu setzen und deine Gedanken zu ordnen. Ich folge dir. Wir verschwenden Zeit. Ich folge dir. Nach dir, Nick. Gut, beeilen wir uns. Folge mir. Wenn du jetzt abhaust, rede ich dir ins Kreuz. Hey, Valentine. Reden wir, wenn wir in meinem Büro sind. Nein! Du Arschlappen, du Elendiger! Die Zwillinge und ja. Hals umdrehen.
Wer so lange wie ich im Commonwealth unterwegs ist, lernt ein paar Dinge. In diesen alten Gebäuden und Gassen kann man sich gut verstecken. Das ja, Schaufensterbuben ficken. Na, Honk. Ups. Da ist nichts mehr. Was denkst du? Keine Ahnung. Ich glaube, du siehst Gespenster. Ja, schon möglich. Du musst mit dem Jet aufhören. Jetzt fang nicht an zu... Scheiße, was war das? Das wird sicher lustig. Einfach ignorieren, das Arschloch. Sind die Köder tot? Nein, die sind am Leben. Ja, ja. War fast zu einfach. Oh. Die sieht nicht besonders gesund aus. Sicherung hat der Arschloch auch noch bei. Rip Cage and Spin, hey, danke. Kann ich drauf verzichten. Könnten wir vielleicht einmal miteinander quatschen? Wenn man vom Teufel spricht. Dann will ich ihm mal nachhelfen, damit ihr noch ein bisschen wärmer wird, Asche sehe ich. Mal und verteilt euch, findet sie! Du lebst noch? Na, nochmal! Na, Vogel! Ich will nur sicher gehen, dass. Ich bin hier! Ich glaube, wir sind nicht allein. Da. Ach, leck mich in den Arsch. Du musst das nicht tun. Nick. Ihn. Ja. Diese Idioten. Und dann hier rechts.
Ja, ist die Frage, laufen wir jetzt da lang oder laufen wir da lang? Na, ist wurscht, ich laufe da lang. Ich bin so weit gekommen, da möchte ich nicht unbedingt, ne? Genau. Falls mir jetzt noch was in die Quere kommt. Naja. Wetter Way, Plasmamine und Toika. Naja, wenigstens etwas. Von dem Pferdchen ein Beinchen. Auch nicht schlecht. Wo ist Nick eigentlich? Naja. Warum frage ich auch? Wo ist der wohl? Was ist denn darum? Naja, ich kann alles gebrauchen. Manchmal. Blöder Hund. So ein Mischlingsköter. Servus. Wie das Gerät von Freunde und Feinde unterscheidet, ist mir schleierhaft. Schau ich nicht bedrohlich aus? Naja, nicht nett. Aber die Klamotte gefällt mir. Nee, nicht doch. Da lang. So, noch ein paar Meter. Ein paar Meter. Dann haben wir es geschafft. Aber kann das sein, der steht oben auf dem Hausdach? Da drüben auf dem Hausdach steht er. Da? Gerade runtergesprungen. Im Supersalon bekommst du endlich deinen Traumhaarschnitt. Nee, danke.
Löst hier eure Rezepte ein. Bei mir gibt's hochwertige Camps. Trödel nicht rum. Wenn du untersucht werden willst, dann los. Ich will handeln, du Lappen. Ich könnte ein paar Vorräte gebrauchen. Okay. Ja. Die 3 Achter kannst du schon mal haben. Die 44er, die 45er. Hoppala. Die 10 mm 12. Die abgenutzten, die Klemmbretter. Bist du wahnsinnig? Die Kryomine. Hier kriegst du Kryomine. Die Piper-Pistole. Plasmamine. Weg damit. Baseball-Bat. Sentinel-Machete. Du nimmst 15% weniger Schaden, wenn du stehst und dich nicht bewegst. Alles klar. Die Submachine Gun. 500 oder was? 800. Eine behalte ich. Der Problemlöser. Verursacht 15% mehr Schaden gegen Roboter. Behalte ich. Kompensiert, gehärtet, panzerbrechend. Schaden 13. 93 dafür. Also gut. Die Combat. Die kurzläufige 44er. Kann ich selber bauen. Schallgedämpft. Kalibriert und mächtig. 86. Des Problemlösers. Achso, die. Der Baseball-Bat. Bergbauhelm, Bergbauhelm, Bergbauhelm. Und geflickter Dreireiher. Hoppala. Abgewetzter Hut, Baseballkleidung, sehr witzig, habe ich vorhin erst gekauft. Hotenträger und Hose, Hosenträger und Hose. Melone, Räderleder, Harnisch, 1, 2, 3. Blau habe ich glaube ich schon, ne? Ne? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Schwarz habe ich aber überall schon. Schutzhelme, schwarze Weste und Hose. Sturmmaske. Volt 114. Blutbringer Bourbon. Buff Out Kram. Dandy Boy. Eingelegtes Fleisch. Vom Hund. Gummibonbon. Gut erhaltenes Instant Püree. Dann das Quinet. Den ganzen Rest hier. Knusprig Eichhörnchen. Lego ein bisschen mit X. Nudelschale. Nuka Cherry. Nuka Cola. Quantum. Psycho. Kakerlake. Red X. Salisbury-Steak, Sepwohl behalte ich, Whisky, Yum-Yum, Zuckerbombe, Zuckerbombe, Flamco und Cheese, oh, Wasser auch noch, und Bier. Ja, du hast doch sicher noch Blutpakete, oder habe ich dir vorhin schon alle abgekauft? Zwei Blutpakete. Und 9 Stimpaks. Ja, den Ordner kannst du haben, die Box. Ödland Überlebensführer kriegst du nicht. Eher friert die Hölle zu. Stoffe 4. Ach, hey. Normalerweise hätte ich die jetzt verkauft. So wie die Schachteln kippen. Aber da die ja Stoff enthalten und wir brauchen Stoff. Genauso wie die Vorkriegskohle. 51 Stoff. Stoff und nochmal Stoff. Naja. Die Raketen kriegst du auf jeden Fall komplett. Den Fusionskern. Nee, die 5 mm kannst du haben. Die 2 mm. Die 10 mm. Ja. Die Fusionskerne, die Mini-Atompumpe für 48 behalte ich. Nehme ich an. Denke ich mal. 56.000. Ach nein, nicht schon wieder. Kalter Arschloch. Ich habe gehört, dass du für den neuen Anstrich der Mauer verantwortlich bist. Sieht echt gut aus. Wer? Ich? Nö. Hoppelan. Hier ein Zombie. Hallo. Die Mauer sieht echt wieder richtig gut aus.
Ich schätze, Abbas hat neue Farbe gefunden. Das Zentrum des Handels in ganz Diamond City. Das sind wir. Ja, ja. Ihr Lappen. Ellie, bist du da? Nick? Wie gut, du bist es wirklich. Tja, diese Visage ist wirklich nicht zu verwechseln. Du lachst dem Tod ins Gesicht, aber eines Tages wird er zurücklachen. Nicht solange ich Freunde habe, die mich unterstützen. Du hast Nick, diese Agentur und meinen Job gerettet. Danke. Wegen meines Falls. Können wir mit meinem Fall anfangen? Oh, natürlich. Es muss nur noch etwas Bürokratie erledigt werden. Hier. Ich weiß, wir hatten keinen Preis ausgemacht, als du dich auf die Suche begeben hast, aber du bekommst eine Belohnung. Und einen kleinen Zuschuss. Falls du Arbeit suchst und gern Detektiv spielst, könnte Nick durchaus einen neuen Partner gebrauchen. Hey, ein Fall nach dem anderen, Ellie. Wir haben hier jemanden, der vorher unsere Hilfe braucht. Gut, kommen wir zum Geschäft. Setz dich. Mach's dir bequem. Ja, ich mach's mir bequem. Wenn man nach Vermissten sucht, steckt der Teufel im Detail. Erzähl mir alles, egal wie schmerzhaft es ist. Ich versuch's. Den Mord beschreiben. Mein Mann wurde ermordet. Er wollte Sean beschützen und dann haben sie ihn einfach. Schon in Ordnung. Du musst nichts mehr sagen. Also kaltblütige Killer, die aber gewartet haben, bis etwas schief ging, um dann Gewalt anzuwenden. Was kannst du mir noch erzählen? Vault 111 beschreiben. Wir waren in einem Vault, als es geschah. Vault 111. Eine Art Kryoanlage. Du warst eingefroren, oder? Und noch wichtiger, du warst im Untergrund. Versiegelt. Viele Hindernisse, um nur eine Person zu entführen. An was erinnerst du dich noch? Entführer beschreiben. Da waren ein Mann und eine Frau. Sie sagten nicht viel. Aber sie nannten mich den Ersatz. Also ein kleines Team. Profis. Die wissen, dass man bei Aufträgen nicht viel redet. Keine Ahnung, was der Ersatz bedeutet. An was erinnerst du dich noch? Sean beschreiben. Wir suchen nach meinem Baby. Sean. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Warum sollte ihn jemand entführen? Gute Frage. Warum gerade deine Familie? Und warum ein Kleinkind? Jemand müsste für ihn sorgen. Immerhin ist er noch ein Baby. Da haben wir's. Das war kein Zufall. Wer auch immer dein Kind entführt hat, ging planmäßig vor. Viele Gruppen im Commonwealth entführen Leute. Raider, Supermutanten, die Gunner. Und natürlich das Institut. Die Gunner. Wer sind die Gunner? Erfahrene Söldner. Für die ist kein Job zu brutal. Sie könnten es gewesen sein, ziehen aber bestimmt nicht die Fäden. Die Supermutanten. Sehr witzig. Supermutanten? Wer sind die? Groß, grün, muskelbepackt. Mit anderen Worten, schwer zu übersehen. Die können wir wohl ausschließen. Raider. Glaubst du, es könnten Raider gewesen sein? Das bezweifle ich. Die können sich nicht mal selbst organisieren, geschweige denn sowas Kompliziertes hinbekommen. Das Institut. Du glaubst also... Das Institut steckt dahinter? Tja, die sind der Buhmann des Commonwealth. Wenn was schiefläuft, beschuldigt sie jeder. Ist auch verständlich. Ihre ersten Synths nehmen ganze Städte auseinander und töten jeden, der im Weg steht. Es gibt auch neue Modelle, fast menschlich. Die Städte infiltrieren und im Hintergrund die Fäden ziehen. Aber niemand weiß, warum sie es tun, was ihr Plan ist oder wo sie sind. Nicht mal ich. Und ich bin selbst ein Synth. Also ein ausrangierter Prototyp. Ja, ja. Du bist ein Prototyp? Du bist einer von ihnen. Du bist ein Prototyp? Du bist ein Prototyp? Soweit ich weiß. Ich habe noch nie einen Synth wie mich gesehen. Die Älteren sind dumm wie Brot und ganz aus Metall. Die Neueren fast menschlich. Ich bin irgendwo dazwischen. Was sieht's? Du bist einer von ihnen. Lüg mich nicht an, Nick. Du bist einer von ihnen. Sie haben dich gebaut. Ja, kenne ich schon. Du bist ein Freak. Du hast was zu verbergen. Bla, bla, bla. Die Wahrheit ist, wer clever genug ist, mich zu bauen, ist auch clever genug, um seine Spuren zu verwischen. Und arrogant genug, um seinen Müll im Commonwealth abzuladen und sich selbst zu überlassen.
Da hat er recht. Du weißt nichts? Du weißt nichts über sie? Wirklich? Irgendwelche Sicherheitseinstellungen blockieren die Erinnerung. Nicht nur bei mir. Jeder Sünd, der auf den Müll kommt, zurückbleibt oder flieht, hat das gleiche Problem. Wahrscheinlich eine Art Sicherung. Sean suchen. Wie auch immer. Ich muss Sean finden. Stimmt. Diese Spekulationen lenken uns nur ab. Konzentrieren wir uns auf das, was du weißt. Wie sahen die Entführer aus? Markante Stimme. Die Stimme werde ich nie vergessen. Tief und rau, wie Schmirgelpapier. Ha, das ist nicht viel. Aber eine harte und autoritäre Stimme kann einen in diesem Geschäft weit bringen. Was noch? Hatte eine Waffe. Der Kerl, der meinen Mann getötet hat, er trug eine Handfeuerwaffe. Dieses Geräusch. Vielleicht ein großkalibriger Revolver. Ha. Langsam bekomme ich eine Vorstellung von unserem Täter. Kannst du mir noch mehr erzählen? Glatze und Narbe. Einer kam ganz nah ran. Er hatte eine Glatze und eine Narbe, die quer über sein linkes Auge ging. Warte. Das kann nicht sein. Du hast nicht etwa den Namen Kellogg gehört? Kellogg? Wer ist das? Glaubst du, er hat Sean? Ah, das wäre ein extremer Zufall. Ellie, was wissen wir über den Fall Kellogg? Die Beschreibung passt. Glatze, Narbe, macht gefährliche Söldnerjobs. Aber niemand weiß, wer sein Auftraggeber ist. Und er hat hier ein Haus gekauft, oder? Hatte er nicht ein Kind dabei? Ja, genau. Das Haus in den verlassenen West Stands. Der Junge war ungefähr 10 Jahre alt. Er ist in der Stadt. Er wohnt hier? Ist er noch in der Stadt? Beide sind vor einer Weile verschwunden, wenn ich mich recht erinnere. Aber das Haus ist noch da. Schauen wir doch bei Kelloggs letzter Anschrift vorbei. Vielleicht finden wir raus, wohin er verschwunden ist. Die Sicherheit ist dort nicht sehr präsent. Daher solltet ihr vorsichtig sein. Das bin ich immer. Ach, Herr Jemini. Sehr witzig, ich kann mir dann vorher lachen. Oh, endlich. Niki. Nick. Ich wollte nicht, dass Ellie es hört. Aber dir sollte ich es sagen. Alles, was ich über Kellogg herausgefunden habe, ist schlimm. Er ist mehr als nur ein Söldner. Er ist ein Profi. Schnell, sauber, gründlich. Hat keine Feinde, weil sie alle tot sind. Bis auf dich. Zu 90% ist das unser Mann. Es ist nicht nur sein Aussehen. Auch die Vorgehensweise ist ganz die seine. Ein Baby mit einem kleinen Team zu entführen und einen Elternteil am Leben zu lassen? Das bekommen nur wenige Söldner im Commonwealth hin. Ja. Ach, Schrauben. Da auch nochmal. Wären wir. Halt die Augen auf, ja? Mal sehen, ob ich die aufkriege. Das ist mal ein Schloss. Hast du was zu verbergen, Kellogg? Versuch du es doch mal. Das Schloss kriege ich nicht auf. Kein Glück? Dann müssen Scheiße. Wir den Schlüssel finden. Siehst du die Plattform da hinten? In der Nähe des Stadtrands? Das ist der Aufzug zum Büro des Bürgermeisters. Frag doch dort mal nach. Ich bleibe hier und versuche, das Schloss aufzubrechen. Ja, die sitzen auf der Leitung.